Stadt. Tö, Aber ich mich also. gerade. Okay, kann ich jetzt auch einen Invite bekommen? Ja, vielleicht. Okay. Hier mitten, glaube ich, im Aschengebiet da. Hier, weißt du, wo alles abgefackelt ist. So, du hast jetzt 30 Invites bekommen oder so. Glaube, ein Invite reicht. Du bist 2,8 Kilometer Und entfernt. Feier habe ich noch eine Freundschaftsanfrage geschickt. Das ist ein Supermarkt. Ach Gott, seid ihr weit weg von mir. Du musst nicht am Arsch der Welt gespawnt sein. Ihr seid beide von mir über 3 Kilometer entfernt. Das ist ja cool. Man wirkt die Jetzt Freude ist die auf. F steckt immer noch bei mir übelst. Ey, hallo Häschen. Weil ich in Nähe von Gebäuden gehe, ist bei mir vorbei, ey. Jetzt hab ich das Problem, was Imo vorher hatte. Ja gut, bei mir lag es aber eher an dem schrottigen Linux-Port. Wie er jetzt die Windows-Version über Linux. Was zwar irgendwie jetzt ein bisschen falsch klingt, aber dann ist die Performance wenigstens okay. Oder vielleicht sollte Ey, jemand. ich hab jetzt schon runtergestellt und trotzdem, ey. Hier ist ein Huhn. Oder soll ich das Spiel Ich hab hosten? hier. Oder soll ich das Spiel mal probeweise hosten? Hab nicht das, was damit zu tun hat. Es ging ja davor auch die ganze Zeit, wenn ihr dabei wart. Gut, das stimmt schon. Da ist ja kein Zombie drin, das beunruhigt mich gerade ein wenig. Weißt du, 7 Days lässt die einfach mal gerne spawnen. Ja, definitiv. Darin ist es gut. Habe ich eigentlich kein Inventar. Haben wir nicht irgendwie so ein Startinventar manchmal eigentlich? Eigentlich schon. Ja gut, mache ich mal mit dem Schraubenschlüssel eine Holztruhe auf. Klingt, als wenn es sinnvoll wäre. Alter! Ständig einbrechende Boden, ne? Oh. Ich habe mich eben darüber fehlende Zombies beschwert und da hinten sehe ich ja schon drei rumschnurren. Wer geht's noch in den Keller? Oh, eine Krankenschwester. Ich habe Gerade das Gefühl, du extremst gerade. dunkel oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe gerade das Gefühl, bei mir wird es immer schlimmer, egal was ich gerade einstelle. Das ist auch nicht so gut. Also schon besser, erkennt man wenigstens was. Mann, warum kriegen die Performance-Probleme von 7 Days eigentlich absolut nicht in den Griff, ey? Kann so nicht Das ist spielen. eine gute Frage. Gerade egal, was ich mache, ich habe unter 20 FPS. Egal, wo ich bin. Ja, im Internet meinten sie, dass es manchmal nicht so gut ist, auf demselben PC den Server laufen zu haben, wie wo man spielt. Aber ja, das war vorher auch nie ein Problem, aber wer weiß, was sie schon wieder geändert haben. Also, wenn ich im Internet nur was gelesen habe über 7 Days, waren es meistens Beleidigungen gegen die Entwickler. Wie man so schlecht sein kann. Wow. Oh, das sind die hässlichsten Bäume, die ich je gesehen habe. Keine Ahnung, ich kann nichts machen. Wenn ich stehe, habe ich 40 FPS, aber sobald ich laufe, bricht es runter auf 15 bis 10. Kann so nichts machen. Lass ich kann immer noch versuchen, das vielleicht jemand anders aus. Keine Ahnung, ich zum Beispiel. Oder Feier. Also, mein Speedfrost ist auch nicht gerade vor FPS, sagen wir es mal so. Ich hocke hier halt im Haus und habe halt meine 60, deswegen.
60, da kannst du erstmal nochmal 50 abziehen. Obwohl, wahrscheinlich so schlimm ist auch nicht, aber. Draußen komme ich, je nachdem, wo ich hingucke, halt auf 70, je nachdem, wo ich hingucke, halt. Ja, von mir aus können wir das gerne mal probieren. Musst du nur mal kurz die Einstellungen dann übernehmen, die ich eingestellt habe. Alles klar, also wir brauchen ein neues Spiel. Wir brauchen Friends Only. Haben wir hier zum Glück noch nicht sehr viel gemacht. Gar nichts eigentlich. Ja. Sind sie soweit? So, also Basic. Einstellung des Schwierigkeitsgrads ist Krieger. Ja. 24-Stunden-Zyklus, 120 Minuten, sodass wir 2 Stunden haben, eine Stunde Tag, eine Stunde Nacht. Ja. Dauer des Tageslichts sind 18 Stunden. Ja. Ich sehe es gerade im Stream, das stimmt, 7 Tage, 0 Tage, Morning Walk. Bei Zombie Night Speed und Zombie Feral Spree ist Speed jeweils Jog rein. Jog, okay, ja. Jog. Also bei Night und Feral, ja, okay. Ja, bleibende Profile aus. Ja. Weil dann kannst du dir theoretisch noch einen neuen Charakter machen. Ja. Und XP Multiple auf 200. Was keinen großen Unterschied macht, habe ich gerade gesehen. Theoretisch könnte man auch 300 nehmen. Okay, Advanced. Player Block Damage 100, AI Block Damage 100, AI Blood Moon Block Damage 100%. Das kann alles so bleiben. Beutemenge habe ich auf 200% gestellt. Ja. Zeit bis zum Wiedererscheinen von Beute 5 Tage. Also alle 5 Tage rerollen sich die Dinger dann. Mhm. Fallen lassen bei Tod alles. Fallen lassen bei Verlassen des Spiels nichts. Blood Moon Count 16 Enemies. Ja. Erscheinen der Gegner an. Mhm. Abwurf aus der Luft jeden Tag hatte ich an, aber weiß nicht, ob wir es wirklich brauchen. Man findet ja doch genug in den Häusern. Und Cheat-Modus wahrscheinlich aus. Abwürfe aus der Luft. Cheat-Modus aus. An. Abwürfe aus der Luft markieren an. An, okay. Ja. Okay. Multiplayer. Kill Strangers Only. Ja. Größe des gesicherten Gebiets 71 Blöcke. 71, okay, ja. Pufferzone des Gebiets 30 Blöcke, das ist ja schon voreingestellt. Gebietsschutz dauert 10 Tage, was irgendwie absolut nichts bringt. Also jedenfalls nichts gegen Zombies, gegen Spieler wahrscheinlich, aber nicht gegen Zombies. Ja gut, da wir eh das Spiel spielen. Ja. Verfall des Gebiets langsam. Ja. Härtemodifikator beide auf mal 4. Mhm. Und Party Shared Kill Range kannst du mal auf 5000 Meter, also 5 Kilometer hoch machen. Weiter sind wir eigentlich nie auseinander. Okay. Ja. Ja, und dann war's das schon. Starting Game. Ja. Umgebung wird erstellt. Okay, ihr könnt beitreten. Okay. Interessant ist, ich habe jetzt plötzlich wieder Loot im Inventar. Ne? Und ich bin genau da gespawnt, wo ich eben auch schon gespawnt bin. Ist das jetzt ein Witz oder ist das jetzt ein Witz? Wirklich exakt derselbe Punkt. Kann sich das Spiel das gemerkt? Es gibt jetzt nur noch einen Spawnpunkt für jeden. Connecting to server Vortex Acherontic. Press Escape to change you. To change. Escape zu schneller werden. Starting Game. Ich habe immer noch meine 70. 76. Halt doch's Maul. Ich sag's doch nur, noch seid ihr ja nicht drin. Komm ich hier darüber. Wenn ich auf den Boden gucke, habe ich zum Beispiel 100. Wenn ich in den Himmel gucke, habe ich nur 90. Nein, auch 100. 120. Ich geh ihn mal kurz töten. Bist du drin? Bist du schon drin, hä? Grand Fire, das ist dem Spiel beigetreten. Tschüdelü, Dr. Knäger, guten Abend. Warum hört sich das gerade an, als wäre es Nacht? Keine Ahnung. Hallo, Dr. Knäger. Hallo. Herzlich willkommen. So, ich habe euch beide in den Invite geschickt. Ich bin blind, ich sehe nichts. Wo bin ich? Oh Gott, ich bin in der Eisecke. Warum bin ich in der Eisecke gespawnt? Ah, ich werde doch jemals nicht erfrieren.
Ja, Papier. Warum sammle ich das Papier überhaupt ein? Ich verstehe es nicht. Ich sammle immer alles ein, auch wenn es so ein Schrott ist wie Papier. Ich habe euch auf Party-Einladung geschickt, ne? Ich habe auch schon eine geschickt, aber okay. Bei mir nicht, bei mir war nur Freund. Okay, gut, dann habe ich wahrscheinlich zu oft geklickt. Ja, also jetzt habe ich hier, also ja. Hier hinten habe ich jetzt 60 FPS. Weird. Ich habe jetzt immer noch so die 60, die ich eben auch hatte in der Ecke. Wie läuft's bei dir, Feier? Also bei mir ist okay. 30. Vielleicht solltest du noch ein bisschen die Texturen runterstellen von Bäumen oder so. Also was ich dir empfehlen kann, was bei 7 Days extremst viel Leistung frisst, ist gut, Anti-Leistung habe ich bei mir ausgemacht. Ansonsten habe ich... V-Sync habe ich ausgemacht noch. Wenn du gerade mal, also ich habe jetzt, Anti-Aliasing habe ich auf No, ich habe die Texturqualität auf Full, die UMA-Textures habe ich auch auf High, die Reflexionsqualität habe ich auf Hoch, die kannst du wahlweise auch runterschrauben, weil das frisst bei 7 Days echt eine Menge, diese Reflexion. Dasselbe geht halt auch für Reflected Shadows, die Schattendistanz habe ich auf Nah, Wasserqualität ist auf Hoch, Wasserpartikel auf 100%, U-Distance habe ich bei mir jetzt auch auf Hoch. Also, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass halt die Reflexion bei 7 Days meistens richtig viel zieht. Ansonsten noch die Tree Quality vielleicht auf hoch oder so und die Grasdistanz auf normal. Ich habe die Tree Quality jetzt auf niedrig gestellt, weil es ist bei mir nicht anders zu handeln. Die Büsche sehen jetzt zwar aus wie Scheiße auf zwei Beinen, aber bei mir nicht anders zu handeln gerade. Ich will schön ins Klo greifen hier. Oh, schade, nichts drin. Oder zum Glück, je nachdem. Jetzt sollten wir uns gleich mal einen Ort ausmachen, wo wir uns erstmal treffen. Hallo, Häschen. Hallo. Wir sind in der Grube. Na, Kleigas, was geht bei dir eigentlich so, ha? Jo, was geht, Bruder? Was hab ich da denn gefunden? Ich hab blaue Farbe gefunden. Geil, das ist wichtig. Oh fuck! Hab ich mich gerade, Alter! Oh, du blöde Fotz! Blaue Farbe kannst du doch ins Gesicht packen. Oh. Hab ich mich jetzt verrissen und erschreckt? Ich höre es halt nur klappern, wenn der Boden einbricht. Ich so, hör, ich bewege mich doch gar nicht. Ich dreh mich um. Da plötzlich so eine Zombie-Tante hinter mir. Was bei dir? Das mach ich nochmal drauf. Alter, und lockt mich auch noch fast aus dem Leben, das Mädel. Wow. Von Hochzeitsfeiern empfehlen? Erholen, ach so. Ah, okay. Auf wie vielen Hochzeitsfeiern warst du denn? War es deine eigene? Wurdest du zwangsverkuppelt oder war es die von anderen Leuten? Ich will keinen Stuhl aufheben. Wir müssen uns dann aber auch wieder überlegen, ne, wer was lernt. Kennen wir ja die Chose. Ja, stimmt, ja. Also, wo wollen wir uns treffen? Wieder die übliche Hütte, oder? Ja, können wir machen. Ich bin gerade... Okay, ich versuch mal irgendwie zu orten, wo sie sein könnte. Ich hab nicht absolut keine... Nee, ich hab keine Ahnung, vergessen. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte von uns. Ja, wahrscheinlich bei mir hinter dem fetten Hügel. Ach, ich habe eben Hochzeitsfeiern gelesen. Dachte, du wärst auf mehreren gewesen, aber nur auf einer, okay. Hallo, Dissidus. Ja, ich schlag alles kaputt. Ich muss gerade meine Aggression irgendwo ran auslassen. Und ich dachte mir, dieses Holzstück ist perfekt dafür. Eigentlich brauche ich Holz. Nur so eine dumme Axt oder so, keine Ahnung. Eine dumme Axt, keine intelligente? Nee. Die intelligenten Äxte, die überflügeln mich immer so schnell, dann fühle ich mich immer so unsicher. Also ganz ehrlich, ich muss kotzen, wenn ich diese, oh Gott, diese Baumtexturen, oh. Kannst die Bäume jetzt nicht wieder hochschrauben? Das war ja vorher, als du Singleplayer hattest, ja auch das Problem. Ich weiß es nicht, als ich jetzt am Haus vorbei bin, ist es von 70 direkt auf 20 runtergebrochen, also... Weset nicht. Da hinten ist grün. Oh, ah, ich bin bei der Stadt. Ah, also ich bin relativ nah, was die Scheunen angeht. Oh, Alter, ich habe 8 Wildbret gefunden. Krasser Scheiß. Kannst du euch erstmal fett essen machen, Jungs? Ich hab jetzt schon nur Scheiße im Inventar. Wie? Du sollst doch nicht immer jede Scheiße einsammeln, die du irgendwo findest. Das ist eklig. Das ist so nachträglich, Vortex. Oh ja, danke schön, Dizzy, danke schön. Er hatte gestern erst Geburtstag, da macht man ein Riesendrama draus, weißt du. Ja, so lässt sich's leben. Erstmal eine Waffe finden. Ja, wow.
Ich werde hier fast von einem Zombie aus dem Leben genommen. Die findet erstmal eine Waffe. Hier ist einfach nur heiß. Okay, ja, gut. Mir ist einfach nur heiß. Okay, ich glaube, Feier hat wirklich ins Klo gegriffen. Dann wäre ihm aber kühler. Das naja, stimmt. Es war warmes Wasser. Also pisswarmes Wasser. Stein. Yeah, und schon 15 Schuss. Wuhu. Oh Gott, ich bin verseucht. Du brauchst du Medizin. Kann ich Schmerzmittel nehmen? Hilft das? Ich glaube nicht, nein. Verdammt, da hilft Tee. Painkiller. Ja, hier, Goldrutentee. Ich hätte Kaffeesamen. Und nochmal Muni. Wuhu. In die Stadt will ich eigentlich nicht. Ich renn mal da lang. Oh, hier liegen so viele Steine. Ich muss diese Steine alle mitnehmen. Ne? Ich kann die nicht liegen lassen. So, ich jetzt habe ich meine Axt. Jetzt kann ich nochmal die Kiste in dem Haus aussuchen, auszuräumen. Also eins kann ich sagen, die haben die Steine im Schneegebiet jetzt hervorgehoben. Die sind jetzt nicht mehr mit Schnee bedeckt, sodass du sie kaum noch siehst. Die sind jetzt halt einfach nur steinig grau. Aber du siehst sie wenigstens auf dem Schnee. Ja, aber so rein logisch betrachtet macht das keinen... Alter, keinen Sinn. Oh, Money! Sauerstag feiern, nicht schlecht. Alles Gute. Achso, ja. Aber denn schon trinken? Ja, er ist gestern 5 geworden, er darf jetzt trinken. Ja, ich hab eigentlich darf ich. Darf ich. Wow, braucht jemand einen Backofen? Ja. Da kann ich Essen mitmachen. Ist nur ein Kochtopf und eine Dose drin gewesen. Nehmen den Kochtopf mit, den brauchen wir fürs Lager. Ich hab jetzt schon 3. Egal. Ja, die anderen können wir ja zerlegen. Ich hab ja alle zerlegt, bis auf einen jetzt. Ja. Nee. Ja, ich glaube, in diesem Haus gibt's nicht Jackpot. Viel. Jackpot. Ziemlich ausgebrannt. Bin jetzt zwar schon überladen, aber ich habe eine Schatzkarte gefunden. Easy. Das heißt, ich werde zuerst mal den Schatzsucher-Skill lernen. National Forest, ja, warum nicht? In National Forest bin ich jetzt auch. Du bist noch 1,9 Kilometer ungefähr, würde ich jetzt fast behaupten, westlich von mir? Nee, östlich. Ich mache mich auf den Weg zu euch. Darf er endlich ja, jetzt darf ich endlich mich aus dem Tetrapack trinken. Ja, Mann. Geht endlich los hier. Ich darf nicht mehr an der Brust nuckeln. Es war ein Downgrade und kein Upgrade. Yeah. Hallo, sexy lady. Ja. Yeah. Du. Oh, fuck, Vogel. Eigentlich habe ich eine Katze. Dass man die nur zweimal mit der Dings mit der Axt prügeln musste, sind die hinüber. So, entschuldigen Sie mich. Vielleicht ist das ganz heiße Zeitgenossen, aber ich habe gerade keine Zeit. Aber den Müll, den räume ich noch aus. Aber eine XP bekommt ihr, ja. Ich habe gerade 4 bekommen, aber ich glaube, die habe ich. Ich habe gerade 4 XP auf jeden Fall bekommen. Ich glaube nicht, dass ich was Sinnvolles getan habe in der Zeit. Also, ich habe gerade. Doch, Shared Player XP. Ja. Genau, ich muss gerade irgendwas mit 1200 XP eigentlich bekommen haben. Was habe ich bekommen? Ich habe nicht aufgepasst, nein. Ja, also schon. Hat schon ja, gut. Ja, ich habe sie eigentlich auf 5 Kilometer getötet und die Call ist ja nur 2,4 von mir weg. Ich habe gerade eine Zombie-Stripperin getötet und ihren Biker-Freund. Der hat mich allerdings 10 Kugeln gekostet. Oh fuck it, jetzt sind hier noch mehr. Nicht mehr so viele Kugeln. Wer von euch war das? Ich. Ah, okay, ja, bekomme ich. Alles klar, alles gut, alles easy. Alles easy peasy. Alter, wenn du low textures hast, sind die Zombies noch hässlicher. Und ich hab nur noch 14 Schuss. Haben wir Holz. Ich hab auf jeden Fall gleich schon mal Eier und Federn. Wir können uns auf jeden Fall gleich genug Pfeile machen. Ich mach die Quest jetzt schon mal auf dem Weg. Die anderen, sonst vergesse ich die wieder. Dann werden die wieder abgebrochen. Ja. Ich versuche meine Kugeln jetzt mal aufzubewahren, sodass wir gleich das Gebäude reinigen können, also den Hof.
So. Ich dachte jetzt reinigen, was möchte ich da machen? Hochdruckreiniger. Ja, wir spielen jetzt gleich Viscera Cleanup Detail, Alter, und dann wischen. Oh, fuck my life. Ich dachte, sie ich dachte, wir versklaven ein paar schwarze Zombies. Boah, so die schwarzen. Leck mich. Wo bin ich denn hier? Warum? Hä? Teert und federt sie. Ja, alles klar. Ja, ein paar Federn habe ich ja schon genug. Wo bin ich?